Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich bei Niki Tutorials ein Video gesehen, in dem sie bei Google den Anfangsbuchstaben ihres Vor- und Nachnamens eintippt und dann Look dahinter schreibt und sich dann eben ihr Augen-Make-up dazu schminkt und eben ihre ganze Foundation und so weiter drauf aufbaut. Ich habe das noch nicht eingegeben bei mir. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich habe so nach einem coolen Video für den Sonntag gesucht und dachte mir so, klingt eigentlich ganz nett. Und ich würde sagen, bevor das Intro zu lang wird, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, wir geben das Ganze jetzt mal ein. Google.de. So, ich gebe jetzt ein TA-Look. Hä? Was mache ich denn jetzt? Bei mir ist wirklich ein Look vorgegeben. Schaut mal! Das sind drei Make-up-Looks. Also das hier wäre der erste Look. Das hier, der zweite. Und das wäre das dritte Bild. Und ich würde sagen, wir nehmen das dritte Bild, oder? Weil ich meine, was soll ich denn sonst machen? Also erstmal fängt es an mit den schwarzen Haaren. Man könnte vielleicht ein bisschen Grau noch dazu mischen, dann ist es ein Rostbraun und ein Grün. Ich bin ja nicht so der Grünträger auf meinem Auge und ich weiß jetzt nicht, ob ich das Bild jetzt so rum oder so rum halten soll, weil ich denke, das ist... Es geht eigentlich so rum, ne? Also ich glaube, es ist so kopfüber. Supi, du! So, dann prime ich mal mein Lid. Und zwar benutze ich ja dafür immer Concealer. So, das sieht jetzt immer so super komisch aus. Ich sette das Ganze jetzt mit einem Lidschatten. Und zwar mit Foxy von Urban Decay. Aber nur bis zur Lidfalte, damit ich halt hier unten trotzdem diese klebrige Concealer-Konsistenz noch so ein bisschen habe. Und der Lidschatten sieht dann ein bisschen pigmentierter noch aus. Und deswegen nehme ich jetzt einen fluffigen Blenderpinsel und gehe einmal in den Ton rein. Ich nehme jetzt von Anastasia Beverly Hills die Subculture Palette. Und zwar sind hier so Khaki-Töne drin, so Khaki-Grüntöne. Also das hier und das hier kommt dem Ganzen schon sehr nah. Ich würde sogar sagen, das hier kommt dem Ganzen am nächsten. Und dann gehen wir einmal hier rein. Und ich gebe das Ganze mal in meine Lidfalte. Das ist aber ein bisschen stark pigmentiert. Und ich bin wirklich nur ganz vorsichtig mit der Spitze des Pinsels da reingegangen. Super. Ich nehme jetzt mal den hellen Ton hier, also diesen hellgrünen, und gehe mit dem Pinsel da rein und versuche das Ganze so ein bisschen auszublenden. Okay, ich denke, das hat ein klein wenig geklappt. Die Palette ist echt gut pigmentiert. Ich habe mir jetzt nochmal Concealer auf meinen Handrücken gegeben und gehe mit einem flachen Synthetikpinsel da rein und mache mir mein Lid wieder sauber, weil ich will so ein bisschen was wie so ein Cut Crease drin haben, beziehungsweise auf jeden Fall eine saubere, so einen sauberen Untergrund. So, nachdem ich das erledigt habe, schaue ich nochmal aufs Bild. Das ist so ein Rostbraun, was wir da haben. Also es ist nicht so ein ganz, ganz klares Braun, sondern es ist wirklich so ein rostiges Braun. Was ich jetzt dazu gefunden habe, was dem sehr ähnlich ist, würde ich sagen, ich halte euch das kurz an, ist das hier. Also das ist von Stila, ein Liquid Eyeshadow, und zwar in der Farbe Twig. Und ich denke mal, das kommt dem Bild schon sehr nah. Und ich habe noch nie auf einen Cut Crease jetzt so ein Liquid Shadow gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hätte vorher setten sollen, aber ich tue es nicht. Okay. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende aussieht. Vor allem muss ich heute einen Vortrag halten vor einer Beauty-Firma. Und wenn ich nicht passend geschminkt bin, du, pardon. So, zurück zum Bild. Dadurch, dass er halt bauchfrei ist, werde ich zwischen diesem Braun und dem Khaki einen Liner ziehen. Also, ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, ich glaube, ich werde von Stila folgende Farbe nehmen, damit wir so ein bisschen Pep in die Sache reinbringen. Und das ist schon so Hautfarbenton, also so hell jetzt, ne? Ich habe jetzt kein Pink genommen oder so. Und ich werde das Ganze aber, ich will das hier als Liner so zwischen den Farben haben. Muss ich jetzt das Ganze irgendwie mit einem Liner auftragen, ne? Hier, ich glaube, den Pinsel werde ich dafür nehmen. Und ich versuche das jetzt mal damit. Schwierig. Ich traue mich auch nicht so richtig. So, ich habe jetzt die Augenbraue hochgezogen und so gearbeitet. Ich werde aber noch ein bisschen so bleiben, damit sich das Ganze jetzt gleich nicht abstempelt. Sorry, wenn ich euch gerade nicht angucke. Das ist ein bisschen dicker geworden auf der Seite als auf der, aber
Besser kriege ich es gerade echt nicht hin. Und dann werde ich Dawn aus der Subculture-Palette nehmen und diesen hautfarbenen Ton eben. Und gebe mir den unter meine Augenbraue und so ein bisschen in den Innenwinkel. So, als nächsten Schritt wische ich mir so die Fallouts weg, falls es noch welche gab. So, ich werde jetzt zwei Primer verwenden, und zwar einmal den von Benefit, den Professional, und einmal von Smashbox, den. Ich möchte gerne mein Gesicht so matt wie möglich halten, deswegen nehme ich jetzt keinen Glow Primer oder feuchtigkeitsspendenden Primer, sondern nehme einfach was Porenverfeinerndes und was Mattierendes. Seht, das mattiert so richtig direkt ab. Dann könnt ihr gucken, ob ihr noch ein bisschen mehr verfeinerndes Zeug braucht oder nicht. Das lasse ich jetzt mal für so 2-3 Sekunden einfach so einwirken, damit es seinen Job tun kann, damit die Foundation jetzt nicht gleich drauf rumrutscht und sowas. Und dann gehe ich mit dem Beauty Blender drauf und arbeite das nochmal ein. Jetzt kommen wir zur Foundation. Ich werde die All Nighter Foundation von Urban Decay nehmen, und zwar in der Farbe 7.0. Und davon gebe ich mir lieber nichts auf meinen Handrücken, weil das ist voll Glitzer da. Ich verteile das direkt auf meinem Gesicht. Und ich mische das Ganze so ein bisschen mit der Huda Beauty Fox Filter oder Vorfilter Foundation. Ich glaube, ich habe die aufgelassen letztes Mal und jetzt habe ich hier alles verschüttet. So, ich habe jetzt extra wirklich nur so mattierende mit hoher Deckkraft Foundations genommen. Ich wollte einfach gar keinen Glow jetzt noch haben, also keinen Glow in der Foundation. Und die geben trotzdem so ein bisschen Glow ab, ne? So ganz so komplett matt sind die nicht. Und das Ganze arbeite ich mit dem Beauty Blender ein. Als nächstes nehme ich von MAC den Pro Longwear Concealer. Und zwar nur so einen halben Pumpi. Teile das so unter beide Augen. Und dann nehme ich noch den All Nighter Concealer, und zwar in der Farbe Medium Light Warm. Und gebe das drüber. Ich setze das jetzt mit einem Banana Powder von BU. Das war leider eine LE. Aber nehmt da einfach irgendein Puder, was euch gefällt. Jetzt hat mir gestern eine geschrieben, dass sie Babypuder genommen hat, um den Urban Decay Concealer zu setten. Und sie sagte, dass das anfängt so zu bröckeln und cakey auszusehen und sowas. Sie sagt, sie nimmt schon sehr wenig, weil ich gesagt habe, dass der sehr ergiebig ist und trotzdem passiert das. Deswegen habe ich ihr gesagt, soll mal ein anderes Puder versuchen und schauen, ob das dann der Concealer dann anders reagiert. Also manchmal liegt es auch gar nicht am Concealer, sondern auch am Puder. Weil technisch ist ein Babypuder ja nicht dafür geeignet, jetzt, also nicht unbedingt jeden Concealer zu setten. Ne? Ich weiß, viele haben super Erfahrungen damit. Ich zum Beispiel komme gar nicht mit Babypuder bei Concealern klar. Ich denke, das ist so eine Concealer- und Typsache. So, dann sette ich einmal mein Gesicht, und zwar nämlich das Charlotte Tilbury Airbrush Powder in der Farbe 2. Und dann nehme ich das gleiche Puder in der Farbe 3 und wärme mir noch die Stellen auf, die ich gleich konturieren werde. Und ich gehe damit auch so ein bisschen über den Concealer, weil der ist alles ein bisschen helles hier unter meinen Augen gerade. Ich werde jetzt mein Gesicht konturieren, und zwar einmal mit diesem Duo von Yves Saint Laurent. Und dann werde ich meine Augenbrauen ausfüllen mit dem Stift von Charlotte Tilbury. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann würde ich sagen, machen wir mit dem unteren Wimpernkranz weiter. Und zwar werde ich jetzt hier Destiny nehmen. Das war dieser hellgrüne Ton. Ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem gerade. Einfach auf einem Pencilbrush aufnehmen und super pigmentiert. Das ist so richtig stark jetzt hier auf der Seite. Ich muss das gleich verblenden. Ich unterschätze die Lidschatten manchmal. Und dann übertreibe ich ein bisschen meine Rolle. Dann nehme ich so einen mini Pencilbrush und gehe in diesen All-Star rein. Das ist auch so ein rot-rostbraun. Und gebe mir das so ein bisschen an meinen Wimpernkranz. Ich das so ein bisschen mit Braun, weil es zu rot ist. Und dann gebe ich mir zum Schluss Dawn nochmal in den Innenwinkel. Das hat sich so ein bisschen durch den Concealer, da ist es ein bisschen weggegangen. Das kann man sich so ein bisschen noch an den unteren Wimpernkranz hier vorne geben. So, und für die schwarzen Haare werde ich jetzt einen Eyeliner ziehen. Ich werde jetzt nicht so übertreiben, aber so ein bisschen. Ein bisschen geht, oder? So, und jetzt Wimperntusche. So, fertig mit der Mascara. Ich denke, uns fehlt jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Ich werde jetzt so ein bisschen mein Gesicht noch aufwärmen, natürlich mit einem Bronzer, was auch sonst. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Highlighter und Blush. Also ich finde, das ist echt eine schöne Idee. So, fordert eure Lieblings-YouTuber auf, das auf jeden Fall auch zu machen. Auch bei dem Blush versuche ich so ein bisschen neutral zu bleiben. Und zwar nämlich hier Copper Tone
von MAC. Und jetzt zum Schluss gebe ich mir so ein bisschen Highlighter auf meine Wangenknochen. So, als nächstes werde ich eine Lip-Combo machen. Und zwar werde ich ein Lip Intense Butter Gloss nehmen. Und zwar in der Farbe Peanut Brittle von NYX. Und den werde ich so ein bisschen mischen mit Citrine von Becca. So, ihr Lieben, ich finde, der Look ist ganz gut geworden. Also mit dem Braun und Grün, das hat gut zusammengepasst. Und diese Möchtegern-Glitter-Cut-Eyeliner passt eigentlich auch ganz gut dazu. So, ne? Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen sauberer machen können. Aber alles in allem hat es echt viel Spaß gemacht. Also schaut doch vielleicht mal bei euch einfach rein. Was sind so eure Vor- und Anfangsbuchstaben eures Vor- und Nachnamens? Und dann guckt mal, welchen Look ihr so gemacht hättet, auch wenn ihr euch das nur kurz vorstellt, ohne es wirklich gemacht zu haben oder machen zu wollen oder so, finde ich das ganz interessant. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Hier findet ihr noch meine beiden letzten Videos, falls ihr diese verpasst habt. Und ich würde mich natürlich wie immer sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.